Flo, eine turbulente Schlussphase am Millerntor. Am Ende ein 2:2 beim FC St. Pauli. Wie fällt dein Fazit zum Spiel aus? Ja, wir hatten die erste Halbzeit Zugriffsschwierigkeiten und waren da nicht so gut drin. Gehen dann ja aus dem Nichts eigentlich 1:0 in Führung. Zweite Halbzeit hatten wir dann eine kleine Besprechung in der Kabine. Der Trainer hat uns auch mal ein paar Taktiken mitgegeben, Hilfestellung etc. Und konnten es dann, denke ich, ein bisschen besser umsetzen. Waren dann auch besser im Spiel drin, bekommen dann den Ausgleich, kommen dann wieder zurück. Und das 2:2 hätten wir eigentlich so nicht bekommen dürfen, müssten wir dann auch ein bisschen cooler runterspielen. Und im Großen und Ganzen war es dann verdient, das 2:2. Du hast es schon etwas angesprochen, im ersten Durchgang ging wenig nach vorne. Was habt ihr speziell in der zweiten Hälfte dann anders und auch besser gemacht, um Torchancen herauszuspielen? Wir haben einen Tick weit umgestellt, dass wir auch einen besseren Zugriff bekommen. Und dadurch haben sich auch natürlich dann wieder andere Räume geöffnet und konnten dann wieder offensiv nach vorne spielen. Insgesamt sind wieder 2 Tore für uns gefallen. Insgesamt haben wir dann 20 Tore in 6 Spielen erzielt. Das ist in Liga 1 bis 3 aktuell Bestwert. Was ist das Geheimnis unserer starken Offensive? Wir haben einfach richtig Bock, Fußball zu spielen. Wir haben richtig Bock, Tore zu schießen, gegenseitig uns die Tore vorzulegen. Und ich hoffe, das geht so weiter. Du sprichst den Blick nach vorne schon an. Am Samstag steht das Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg auf dem Programm. Worauf wird es ankommen, um 3 Punkte gegen den Aufsteiger in Paderborn zu behalten? Ja, ich glaube, wir müssen einfach wieder eklig sein. Wir spielen zu Hause, wir haben die Fans im Rücken und die Euphorie müssen wir einfach mitnehmen, positive Energie aufsammeln und dann Magdeburg versuchen zu schlagen. Danke dir und ich drücke die Daumen für Samstag. Vielen Dank.